Ja, willkommen zum Wireless Community Weekend, jetzt heute der zweite Talk. Ich bin von der Hackerfleet, mein Name ist Ion und wir haben uns vorgenommen, die anderen zwei Drittel der Ozeane zu vernetzen. Also, das ist ja derzeit noch so Funkwüste auf den Ozeanen. Da gibt es ein bisschen was im Frequenzbereich, irgendwie 140, 150 Megahertz UKW und dann noch ein bisschen was im Gigahertz-Bereich, was GPS betrifft und AIS und NAVTECs und dann war es das. Kurzwelle, natürlich, das auch noch, Unmengen, aber das ist ja ein Frequenzbereich, wo man sinnvoll keine Datenmengen übertragen kann. Nun, wenn man also so ein Netzwerk hat, ich sehe auf meinem Screen nichts, aber genau, so, das sind die Probleme, die wir sehen bei der Seefahrt und die man nur durch Community-Arbeit, durch Crowdsourcing lösen kann. Also es gibt Seekarten, aber sie sind teuer und wenn es sie gibt, sind sie veraltet. Ein Beispiel dazu, die NOAA, die National Oceanic and Atmospheric Administration, bräuchte noch 165 Jahre, um bei der aktuellen Vermessungsgeschwindigkeit einen einmaligen Durchlauf nur von den kommerziell genutzten Gewässern innerhalb der 12-Meilen-Zone zu machen. Also selbst die kommerzielle Seefahrt kann sich nicht auf die tiefen Informationen in den Karten verlassen, weil sie hunderte Jahre alt sind teilweise. Da gibt es Menschen, deren Job es ist, aus alten Logbüchern von Schiffen herauszulesen, was die für Tiefenmessungen gemacht haben und dann zu schätzen, wo das ungefähr gewesen ist, um daraus eine moderne Seekarte zu machen. Das ist jetzt kein Witz. Das nächste, Wetterberichte sind selten und mühsam. Vorausgesetzt, man hat nicht das Geld für einen teuren NAVTECs-Empfänger. Da sitzt man nämlich morgens um 8 und um 12 und um 18 Uhr vorm Radio und hört den Wetterbericht und schreibt ihn sich Wort für Wort auf. Das dauert 10 bis 15 Minuten und das macht jeder Segler dreimal am Tag. Außer man hat ganz viel Geld und kauft sich einen NAVTECs-Empfänger, dann kriegt man Wetterberichte und vergleichbar und Nachrichten für Seefahrer, Wracks, Tonnen, die sich verschoben haben oder Übungsgebiete, wo das Militär mit Live-Munition übt, dann kriegt man das als Textinfo über, ich glaube, das ist irgendeine Kurzwelle, das sind dann so 800, 900 Zeichen und die tickern dann so hörbar übers Band und nach einigen Minuten ist es dann ausgedruckt und liegt auf dem Kartentisch. Das ist also die Situation auf See heute. Man möchte fast lachen aus der Hackersicht. Zusammen sind wir definitiv besser als das. Denn wir haben den Vorteil, Schiffe sind bereits voll vernetzt. Die Brücken sind voll digital. Man sieht da Unmengen an Live-Daten auf den diversesten Anzeigeinstrumenten und danach verschwinden sie im Nirvana. Also ganz manchmal werden sie aufgezeichnet und dann landen diese Daten bei der Reederei oder bei dem Schiffsbetreiber, aber der nutzt die auch nur, um vielleicht seinen Spritverbrauch zu optimieren und dann auch nur die aus seiner eigenen Flotte. Tiefeninformationen, die werden angezeigt und landen dann im Nirvana. Das ist natürlich doof. Das haben auch schon andere erkannt, dass das doof ist. Da gibt es zum Beispiel OpenSeaMap, das ist ein Fork aus der OpenStreetMap, die was ganz Ähnliches vorhaben, die Meere zu mappen. Dann gibt es Freie Tonne, so wie das wirkt, ist das ein Konkurrenzprojekt zu OpenSeaMap, weil die sich in Details nicht ganz einig waren. Dann gibt es MZZ-Mapping, das ist ein Projekt, um Seevögel und andere Sichtungen von Viechern auf See zu mappen und daraus Bestandsaufnahmen zu machen. Also der Sportsegler sieht dann einen Seevogel und trägt den ein. Team Surf EU ist ganz weit. Die haben nämlich schon einen NMEA-Logger gebaut. Was das ist, erkläre ich später. Und Active Captain ist ein amerikanisches kommerzielles Projekt, das ein besseres Hafenhandbuch wird mit ein paar tiefen Messungen. Das ist die Situation im Crowdsourcing von Seekarten und Meeresinformationen. Und es gibt da einige systematische Probleme, die ich beobachtet habe. Und das ist, die meisten, also alle fünf Projekte verwenden keine externe Datenbasis. Es gibt ja durchaus verschiedene Datenquellen, zum Beispiel Höhenmodelle des Planeten und Vermessungen per Gravitation und per Radar der Oberfläche und der Wasserflächen. Wenn man diese Datenbasis mal verwenden würde und sie dann verfeinern mit Messungen, ist das ein besserer Ausgangspunkt, als von Null anzufangen, wie das TeamSurf und OpenSeaMap machen. Die Datengenerierung ist schwierig.
Denn es gibt praktisch keine Hardware, mit der man das vernünftig und sinnvoll auf einer einfachen Segeljacht die Ausgabe des Echolots, also des Tiefensensors oder des Windmessers loggen kann. Das ist RS-232 und Steckverbinder, die wasserdicht sind, gibt es auch nicht. Die Datenpflege ist noch schwieriger, weil niemand hat sich geeinigt auf irgendein vernünftiges Datenbankformat und das Ganze wird in mehr oder weniger kruden Datenbanken als CSV verwaltet oder gruseliger. Betonung auf oder gruseliger. Und wenn man zum Beispiel mal eine Tonne einpflegen möchte, ist der aktuelle Way to Go, also ein Seezeichen, ein Hinweis, hier ist eine Fahrrinne, hier ist eine Untiefe. Das sind so Tonnen im Wasser, ich hätte ein Foto einfügen sollen, glaube ich. Dann fährt man mit dem Schlauchboot hin, fährt drei Kreise drumherum, bringt den Track zurück aufs Boot, lädt ihn in Google Earth, klickt durch die Gegend, überlegt, wo jetzt der Mittelpunkt der drei Kreise ist und trägt dann diese Koordinate in die OpenSea-Map ein. Das lässt sich also optimieren. Und wenn der Segler dann schon so weit ist, dass er seine NMR-Daten aus seinem Tiefensensor aufnimmt und sie vielleicht sogar an irgendeines der Projekte spendet, dann haben sie dann eine tolle Datenbasis, mit der sie nichts anfangen können, weil es gibt nirgendwo eine Software, die aus diesen Punkten, aus dieser Punktwolke, eine Topologie baut, eine Karte, eine wirkliche Oberfläche. Das ist ja nur eine Wolke mit massiv Störungen durch den Tidenhub und durch Misskonfiguration der Geräte und durch irdische User und durch noch mehr davon. Das ist ja alles Schrott, was da erstmal ankommt. Man muss da also ganz dran rumrechnen, um am Ende daraus eine vernünftige Karte zu machen. Es braucht also offensichtlich Hardware an Bord der Schiffe und es braucht Software und beides gibt es nicht. So, genau, das ist das Setup, das wir uns überlegt haben. Und zwar ein normales Segelboot, ne, etwas kleineres in diesem Fall. Und wir fangen mal an mit der Controlbox. Die Controlbox sitzt im Bauch des Schiffes, enthält einen Armboard, Open Source Hardware, das ist uns wichtig. Liest alle Sensoren, die angeklemmt sind, über NMR 0183, das ist seriell. Man spuckt Bytes in CSV zeilenweise über seriell. Dann NMR 2000, das ist ein bisschen modernere Variante. Da spuckt man Bytes über CAN-Bus mit proprietären Steckverbindern. Die sind ganz teuer und idiotisch. Und am Ende nimmt die Controlbox die Daten und verarbeitet sie ein bisschen weiter, packt sie zusammen und bereitet Informationen auf für die Crew. Der Ansatz ist hier nicht, dass wir dann Displays verschrauben wollen. Das macht nämlich jeder andere, das ist idiotisch. Die ganzen Segler haben Displays in der Hosentasche. Oder auf dem Navitisch oder in ihrer Kajüte, Tablets, Laptops, Smartphones. Also wäre es auch am sinnvollsten, wenn man die ganzen Informationen im lokalen WLAN, auf dem lokalen Webserver anzeigt. Alles, was die Crew wissen möchte und alles, was das Schiff weiß. Anstatt, dass man sich für 250 Euro, und das ist jetzt kein Witz, ein LCD-Display kauft, dass man sich ins Cockpit hängt, das wasserdicht ist und worauf man eine 3 Ziffern angezeigt bekommt, die die Windgeschwindigkeit symbolisieren. 250 Euro für nur die Anzeigeeinheit. So, hier sieht man jetzt die ganzen, zum Beispiel der Tiefensensor, das anklemmt über RS-232. Ethernet zur Mastbox, da kommen wir gleich hin. Dann ist da noch ein GPS und ein Neuendorf, das da über einen Pfeil reingeht in die Controlbox. GPS ist, glaube ich, klar, Neuendorf vielleicht nicht. Das ist ein dreidimensionaler Magnetometer, also ein 3D-Kompass, ein 3D-Akzelerometer und ein 3D-Gyrometer, woraus sich zum Beispiel Störungen durch Wellen oder Krängung des Schiffes durch Windlast besser im Datenset abbilden lassen und Störungen dadurch dann rausrechnen. Gut, oben ist der Windsensor und dann kommen wir jetzt zur... Genau, ich komme in meinen Slides jetzt vielleicht zurecht. Das ist die MS-0X00, die bauen wir, um die Controlbox zu bauen. Das ist unsere Workbench, das macht ja keinen Sinn, wenn wir die Hardware irgendwie nur so im Trocknen entwickeln. Weswegen wir drumherum diesen kleinen Rumpf gesteckt haben und damit die Controlbox entwickeln. Man sieht, wo es hingeht, wir machen das in einem unbemannten Boot. Irgendwann sollen da auch mal Autopilotfähigkeiten und Skipper-Assisted Systems rausfallen, aber das ist ziemlich... Na, ich möchte mal sagen, damit spielt man nicht, wenn man nicht genau weiß, was man tut. Und deswegen dauert das bestimmt noch ein paar Monate länger, bevor wir da auch nur eine Unstable Beta irgendwie mal releasen werden. Ja, derzeit geht es erstmal hauptsächlich der Crew zu helfen darum. Na, lass mich in Ruhe. So, die Mastbox hängt im Mast, wie man sich denken kann. Ich wollte sie eigentlich hier heute präsentieren, aber das hat nicht geklappt, weil die Einzelteile sind einfach nicht rechtzeitig gekommen. Auch jetzt noch nicht. Sie sind bezahlt, Vorkasse, und ich
müssten eigentlich mitverrückt, ist nicht, na egal. Ist eine Kiste, die ist IP68 dicht. Ich bekam jetzt schon von heute mehreren die Anregung, dass es von Ubiquiti Hardware gibt, die das Ähnliches tun könnte, aber die ist nicht vernünftig wassergeschützt. Die hat nur IP65, die kann man also auf eine Kuhweide stellen, die kann man aber nicht eine Segeljacht montieren mit Salzwasserspray. Du hast eine Frage. Wenn man sich die Datenblätter anguckt von den gesamten Ubiquiti-Sachen, dann sind das ja keine, also die kommen ja aus dem kapitalistischen Ausland und kennen die deutschen Normen nicht und die geben gar keine Schutzart an. Grund ist, die trauen sich nicht und wenn man sich die Konstruktion mal anguckt, können die auch gar nicht. Also mit anderen Worten, das ist auch nicht IP65, kann man also vergessen. Ah, vielen Dank für diese Aufklärung. Gut, wir hatten uns eh schon jetzt gegen dieses spezielle Modell entschieden und uns überlegt, dass wir einfach ein Gehäuse aus dem üblichen Miltec-Zubehör nehmen und das mit einem TP-Link befüllen und einen UMTS-Stick mit externem Antennenanschluss und noch obendrauf zwei Antennen, die dann ganz viel Drosselung benötigen, damit man sie betreiben darf. Genau, und das bietet dann auch noch parallel für die User an Bord, für die Crew, ihr lokales WLAN an. Das klappt natürlich lokal und daran können sie dann die Schiffsinformationen abrufen und sich darüber austauschen. Gut. WLAN-Verbindungen auf See. Wenn wir also die Mastboxen in den Masten haben und das bei mehr als einem Schiff, wird man, das sind unsere Thesen, mehrere Dinge bemerken. Erstmal, es gibt keine Sichtenhindernisse, wir kommen also sehr weit. Das ist recht positiv. Es gibt auch, so wie ich das verstanden habe, da freue ich mich über Korrektur gleich von dem Fachpublikum, wenig Reflexionen, denn ich habe die Überlegung, dass die Signalstärke, die aus Wasser auftritt, im Wasser bleibt, weil das ist Mikrowelle, sag mal für Gigahertz, das sollte irgendwie in Wärme umgewandelt werden, so wie ich das einschätze. Gegenmeinungen? Da liegst du falsch, das reflektiert. Vollständig oder nach Winkel? Oder? Ausgezeichnet reflektiert das. Na gut. Okay. Aber wenn du hoch genug über dem Wasser bist, dann ist die Fresnel-Zone erste Ordnung erstmal richtig sauber auf viele Kilometer. Ja, ich habe für die Fresnel-Zone auch schon Berechnungen, zeige ich gleich noch die Berechnung dafür. Also die Leistung von deinem WLAN wird nicht ausreichen, dass da Fresnel-Zonenprobleme ins Gewicht fallen, wahrscheinlich. Also vielleicht sind meine Berechnungen auch falsch, ich möchte da jetzt auf keinen Fall widersprechen, aber meine Berechnungen sagen, dass wir da schon in Probleme reinkommen bei den üblichen Masthöhen und Entfernungen. Diskutieren wir gleich, würde ich vorschlagen. Ja, also nach meiner Erfahrung ist so, auf großen Wasserflächen wird ja die WLAN-Strahlung von der Wasserfläche reflektiert und eine Wasserfläche ist ja immer wellig, also auch bei ruhiger See, dass man also kleine Wellen hat. Und die WLAN-Dinger lassen sich recht einfach dadurch durcheinander bringen, also jedenfalls mit einem Singlestrahl. Eventuell geht es dann mit MIMO, dass die besser damit klarkommen, aber du hast einen sehr, sehr unterschiedlichen Ausbreitungsweg und dir kommen die Wellen beim Empfänger in weiß der Kuckuck was für eine Polarisation an und so weiter und dadurch hat man ganz schöne Verluste, also die Reichweite wird mit Sicherheit nicht so weit sein wie dasselbe Setup an Land. Oh, okay, gut. Dann MIMO ist dann noch eine Option dann. Drittens, es gibt keine bzw. kaum weitere Sender, erst recht in den Frequenzband. Es gibt keine Mikrowellen, die undicht sind und auch auf See auch echt keine Geräte, die WLAN machen. 2,4 Gigahertz wird nicht benutzt, das ist ziemlich frei. Ja, aber die haben ja auch noch kein Netz. Die haben ja auch keine, selbst Passagierschiffe haben noch keine Gateways an Bord, weil einfach Netz über SAT ist so scheiß teuer, dass selbst die modernsten Passagierschiffe haben irgendwo eine Internetkabine, wo man Geld reinwirft und dann minutenweise unglaubliche Mengen an Dollars löhnt dafür, dass man ganz kurz über Iridium ins Netz darf oder sowas. So Passagierschiffe haben auf mehrere hundert bis tausend Personen eine DSL-Leitung, eine kleine. Genau, also wenn man sich bei der Einstellung der Router ein bisschen vertut und die Antennen falsch berechnet hat, dann ist die Chance, dass man dadurch andere Menschen stört, deutlich geringer, weil da ist niemand, den man stören könnte. Das hilft also bei der Antennenbeurteilung. Negativ ist auch, die Entfernungen sind nochmal viel, viel größer als an Land. Das sind nämlich gleich mindestens 500 Meter zwischen den Schiffen, weil so viel Abstand hält man einfach aus Sicherheitsgründen. Und die Schiffe schwanken. Die Schiffe schwanken alle immer um ein paar Grad und das könnte mit der Polarisation Probleme geben. Das sind also die speziellen Bedingungen auf See, die wir da
haben. Und genau, weil diese Bedingungen so speziell sind, muss man sich was einfallen lassen. Das funktioniert nicht einfach mal so mit dem, was man hat, sondern da muss man obendrauf noch einen Layer legen. Ich weiß nicht, ob der Begriff, der Titel Delay Tolerant Networks treffend ist, aber es geht in die Richtung, weil ich habe mir ein paar Papers dazu durchgelesen und stellte fest, die Idee ist gut, die Umsetzung taugt nicht für was wir vorhaben. Wir haben hier folgende Kriterien. Die Verbindungen zwischen Schiffen sind sehr selten. Das ist nicht eine Situation, wo immer Netz da ist oder Verbindung zu einem anderen Node, sondern eher selten, wenn man ihm mal begegnet, in Küstennähe oder auch draußen. Andererseits, Schiffe bewegen sich relativ langsam und vorhersehbar und deswegen können wir die Time to Live der Verbindung vermutlich approximieren. Ist auch eine Annahme von uns. Gucken, ob sie sich eintrifft. Also einfach deswegen, weil wir kennen die Entfernung der Schiffe aufgrund deren GPS-Position, wir kennen die Richtung, wir kennen die Erdkrümmung, wir kennen die Antennen, Höhen und Leistungen auf beiden Seiten und können dann daraus berechnen, wie lange höchstwahrscheinlich das noch dauert, bis die Empfangsstärke unterhalb der Empfangsempfindlichkeit des Equipments geht. Gut, wir können nur Rundstrahler einsetzen, weil Hardware, die nachrichtend ist, selbst nachrichtend auf See für WLAN, ist entweder unbezahlbar oder nicht existent. Und wenn es sich um Sat-Gateways handelt, sind die, also Satelliten-Gateways, sind die scheiß teuer. Also 20 Dollar pro Megabyte ist dann ein durchaus üblicher Tarif für Internet auf See über Iridium oder vergleichbare Anbieter. Das heißt, wenn jemand so nett ist und uns ein paar DTN-Packets durch sein Iridium mit durchroutet, dann müssen wir aufpassen, dass das auf gar keinen Fall zu viel wird oder dass da noch jemand Trittbrett fahren kann. Hier haben wir mal eine Seekarte, übrigens die Open Sea Map. Sie fehlen jetzt die Hälfte der Tonnen, aber das macht nichts, da habe ich mal Platz für die Symbole. Wir fangen oben mal bei Schiff A an. Schiff A verlässt gerade den Hafen ganz oben nördlich und ist noch mit seinem WLAN, das ist jetzt ungefähr 3 Seemeilen Radius von den Kreisen angenommen, also 3 Seemeilen sind etwa 5 Kilometer, ist noch im Empfangsbereich von seinem Hafen WLAN. Datet also noch ständig live mit dem Server ab und bietet ein Mesh für Schiff B und Schiff C an, also ein Gateway ins Internet, weswegen Schiff B und Schiff C auch in der Lage sind, davon profitieren und sich die neuesten Wetterinformationen und tiefen Daten aus der Umgebung zu holen und zu verarbeiten. Schiff C bekommt also gerade ein Live-Update, während es auf Südkurs ist und in Kürze Schiff D begegnen wird, Delta. Ja? Frage, Schiff A hat jetzt die höhere Sendeleistung. Gehst du davon aus, dass der Kerl am Hafen auch mit höherer Sendeleistung fährt? Weil wenn ja, wird das mit WLAN nicht funktionieren. Weil WLAN ist schwierig in Gang zu bringen, wenn A kann mit hoher Sendeleistung den Hafen erreichen, der Hafen kann aber A nicht erreichen und darum wird nicht viel Kommunikation zustande kommen. Speziell wird der Hafen A keine Daten senden können. Ja, das ist richtig. Man muss allerdings nur beachten, der Hafen ist in einer tollen Position, dass er eine sehr statische Antenne sehr hoch aufbauen kann. Alle Häfen haben bereits Funkmasten oder andere Masten. Da ist auch schon WLAN, da ist auch schon Internet. Und im Hafen besteht die einzige die Möglichkeit, eine Sektorantenne aufzubauen, die also nur 30 oder 40 Grad abdeckt. Und damit ist dann das Schiff hoffentlich wieder zu erreichen, so denken wir uns das. Du gehst also davon aus, dass die Regulierungsbehörde an der Stelle im Hafen irgendwo eine Sondergenehmigung gibt, dass die sagen, wir haben hier eine Antenne, die strahlt primär auf See raus, darum dürfen wir mehr fahren als der normale WLAN-Nutzer dieses Bandes. Ja. Möglicherweise ist es auch so ab vom Schuss, dass es keinen interessiert. Schiff C fährt also südlich mit einem aktuellen Datensatz, zum Beispiel einem aktuellen Wetterbericht. Schiff D fährt westlich und wie man sieht, Schiff D ist vollkommen abgeschnitten. Es hat zwar eine Verbindung zu Schiff E, dem dicken Dampfer, und konnte darüber auch gerade 2 Packets austauschen, weil der Dampfer nett war, aber das ist nicht der Fall, nicht regulär. Aber Schiff Delta wird in Kürze von Schiff
Charlie abgedatet werden, weil Schiff Charlie den aktuelleren Datensatz hat. Das ist zwar nicht der allerneueste, aber der ist zumindest neuer als das, was der Dampfer E hatte. Ich hoffe, ihr versteht das Modell jetzt ein bisschen. Ich glaube, das sind noch 50 Fragen, weil ich habe es bestimmt schlecht erklärt. Aber es ist nicht nötig, dass dauerhafte Verbindung besteht. Es müssen nur hin und wieder mal Pakete durchrutschen und die sind im Sub-Megabyte-Bereich. Das sind ein paar Kilobyte, die da schon echt nützlich sein können für alle Beteiligten. Wenn man die über so ein WLAN, durch so ein Meshnetz durchkriegt, ist das schon, glaube ich, ganz toll für alle. Ja. Ich bin jetzt hier davon ausgegangen, dass der Dampfer einen SAT-Uplink hat und daher ein Gateway ist. Genau. Der Ablauf einer Verbindung. Kann mir irgendjemand was zu trinken bringen? Du? Wenn eine neue IP im TXT-Info vom OLSR-Daemon auftaucht, dann entscheidet sich der Node, ach, guck mal, die können wir ja mal anquatschen. Der Node tauscht also das Hello-Packet aus. Das Hello-Packet sieht so aus, also oberhalb von der TCP-Ebene. Das ist jetzt unsere Idee, das ist nicht die Paketebene auf TCP- oder IP-Ebene. Hello Packet enthält Daten über das Schiff und über den Kurs und über was habe ich so an Sensoren und in welche Richtung fahre ich, in welcher Geschwindigkeit und wie alt sind meine Daten und wie alt sind unten, das fällt vielleicht auf, das letzte vollständige und letzte unvollständige Update. Das letzte vollständige Update meint die letzte vollständige Verbindung zum Land mit dem vollständigen Update und dem Server, alle synken. Und unvollständig heißt, da sind ein paar Pakete vom Schiff gekommen, die nach dem letzten vollständigen Update gekommen sind, also aus einem Netzwerk. Da sind Informationen nötig, um zum Beispiel die Time to Live zu berechnen von der Verbindung, um auch einfach Traffic-Informationen zu haben. Da ist ein anderes Schiff, das ist möglicherweise auf Kollisionskurs. Das ist auch viel größer als ich, dem sollte ich auf jeden Fall ausweichen. So Informationen, das nützt sich, wenn man das zuerst austauscht. Gut. Danach tauschen die Nodes, ich habe das mal DTN-Packet genannt, was wir uns da überlegt haben. Danach tauschen die beiden Nodes Listen der DTN-Packets aus, also welche Packets wurden so generiert, wovon weißt du, was hast du, was habe ich. Und besprechen miteinander eine Reihenfolge, in welcher Reihenfolge sie die übermitteln. Es gibt ein paar Facts vorgegebene, zum Beispiel Emergency-Packets. Die gehen immer zuerst durch und danach kann man dann überlegen, was durchkommt. Tiefenmessungen zuerst oder erst Wetterberichte oder erst E-Mails der Crews oder was auch immer. Oh, ja, genau. Ich sollte meine Präsi vorher besser angucken. DTN-Packets sind oberhalb des TCP-Layers. Das ist ein Konstrukt wie so ein BitTorrent quasi, was auch in Scheibchen geschnitten wird und dann übertragen wird von der Netzwerkkarte. Das läuft als einfache Software auf dem Node, auf der Mastbox und spricht über OLSR und TCP-IP. Genau, jedes Packet hat einen eindeutigen Identifikator und kann beliebige Daten enthalten. Tiefenmessungen, Radarbilder, Wetterkarten, E-Mails, was auch immer. Das sind deswegen nochmal aufgeteilt in Pakete, damit man das Syncing-Problem zwischen den Schiffen besser in den Griff kriegt. Genau, der Identifier eines solchen Pakets ist unique und der wird auch nach dem Hello-Packet zwischen den Schiffen ausgetauscht, damit die wissen, was es so im Angebot gibt an Paketen, die man sich möglicherweise ziehen könnte, wenn die Verbindung ausreicht und lang genug besteht. Und da ist ein 2-Byte-Geocode, der soll sich den Planeten in genügend kleine Abschnitte aufteilen, um zumindest Schrott, der ganz weit weg ist, auszufiltern. Dann ein 8-Byte-Timestamp, das sollte auf Millisekunden auflösen. Das reicht auch vollkommen aus, um noch eine GPS-Messung rückwirkend festzustellen, ob die valide ist. Dann ist da noch 1 Byte für einen Typ, da haben wir auch 255 Möglichkeiten, was es für Möglichkeiten da drin an Informationen gibt. Und noch 4 Byte für den Generating Node, also für den Node, der sich das ausgedacht hat oder gemessen hat, diese Daten. Der hinterlässt auch nochmal seine Spur drin. Das kann auch anonymisiert sein, das muss ja nicht rückführbar sein auf den Node-Besitzer, aber der Node sollte bekannt sein. Ja, und
Wenn die also ihre Listen an den Backend ausgetauscht haben, dann tauschen sie miteinander weitere Pakete aus. Und wenn das Netzwerk mehrere Hops hat und dadurch mehrere Routen möglich sind, läuft das Ganze danach dann nochmal ab für die zweite und dritte Ebene der Nodes, Hops. Genau, und weil das Ganze echt nur eine grobe Idee ist, vielleicht vollkommen bescheuert ist, ich habe heute die Gelegenheit, aber vor tollem Publikum das Ganze zu erzählen, bin ich ganz gespannt, was für Anregungen und Diskussionen kommen. Und bitte zerreißt es, aber tut es sachlich, weil dann kann man es besser aufbauen. Hallo, es wäre ja fast eine gute Idee, das mit der Elektra-Sache zu kombinieren, oder? Also, da ich keine Erfahrung auf See habe, was haben wir denn für Entfernungen? Ist sowas wie 50 Kilometer, 10 Kilometer? Was ist denn da so? Ja. Nee, also ernsthaft, wenn wir über 50 Kilometer einen Link aufbauen können, ist das der Hammer. Dann springe ich im Kreis und drehe mich auf der Nase. 10 Kilometer ist wohl dann der realistischere Traum, das sind dann so 6-7 Seemeilen. Das lässt sich dann auch einfach schon von der Erdkrümmung und dem, was so an Masthöhen und Schiffshöhen vorhanden ist, gerade noch bewältigen. Aber ich denke ja nicht, dass es über 10 Kilometer geht. Ich gebe dir allerdings vollkommen recht, wenn Elektras 802.11AF Transverter funktioniert, bin ich der allererste, der sich so ein Ding aufs Schiff schraubt und guckt, was damit auf den Ozeanen los ist. Aber das wäre gleich noch meine nächste Frage. Du wolltest uns die Berechnung zeigen, weil wie hoch ist eigentlich so ein typischer Schiffsmast? Sind das 5 Meter oder 10, ja. 15 Meter? Du kannst so eine Bordwandhöhe von 1 Meter bis 2 Meter rechnen, je nach Schiffsgröße. Und dann eine Masthöhe von obendrauf nochmal 10 bis 20 Meter bei den ganz großen Superjachten. Ja. Moment, um das dir zeigen, muss ich... Sekunde. Ja, ich stelle mal nebenbei noch die nächste Frage. Wie kommt das, dass ihr in Berlin euch damit sowas beschäftigt? Die Seabase hat uns zusammengebracht. Und ohne die Seabase hätten wir uns nicht kennengelernt. Wir sind ein Kind der Seabase und deswegen sind wir in Berlin. Ja, das ist die Berechnung, die ich noch zeigen wollte. Also wenn man jetzt mal auf so einem TP-Link TL1043ND ausgeht, dann hat der 20 dB auf der Antennenanschluss. Dann bringt die Antenne 8 dB und der Steckverbinder muss man ein bisschen abziehen, weil 2 mit Pigtail, also 4 Steckverbinder. Nochmal was für ein Kabel, ich glaube, das ist ein bisschen viel. Wenn man ein vernünftiges Kabel nimmt, so viel, 5 dB hätte ich gern noch dann an der Empfangsbuchse über oberhalb der Empfindlichkeit und das ist die Frequenz. Und dann stellt sich raus, hier hätten wir jetzt noch 5 plus die 4,25 dB minus 90 könnten also bei 3 Seemeilen bzw. 5,5 Kilometer noch einen Link aufbauen, wo wir an dem empfangenden Node 8 dB an der Buchse haben. Das wird so nicht. Oberhalb der Empfindlichkeit. Die Antenne, die du da nimmst mit den 8 dBm, da nimmst du ja einen Rundstrahler an. Ja. Und ein Rundstrahler, der so stark bündelt, also in der Höhe, der wird bei der Krängung des Schiffes, wird der dir Probleme bereiten. Also da musst du konservativer sein an der Stelle. Okay, ja, Puffer ist noch genug drin zum Rausrechnen, aber das ist die Berechnung, die ich gemacht habe. Es gibt Radios, die haben eine Empfangsempfindlichkeit, die geht durchaus bis minus 96 dBm bei einem Megabit. Was würde gegen eine mehrere Richtantennen sprechen? Mehrere Richtantennen, das Gewicht im Mast, wenn man zum Beispiel eine Sektorantenne oder mehrere Sektorantennen in einen Mast hängt, dann ist das nicht nur ein größeres Volumen, sondern auch ein größeres Gewicht, was bei eher sportlicheren Seglern und Sportbootschiffern zu Ablehnung führen könnte. Das Gewicht im Mast ist halt so eine wichtige Kennzahl und da haben die keinen Bock drauf, sich da Graffel reinzuschnallen, irgendwie 6 dicke Sektorantennen. Ist, glaube ich, schwer kommunizierbar. Ja, wir haben uns jetzt da jetzt für eine Antenne entschieden, die 360 Grad horizontal und 40 Grad vertikal als Auflösung hat. Also eine Rundstrahlantenne, die ganz einfache Rundstrahlantenne, so ein Dipol, der hat ein Strahlungsdiagramm, das sieht aus wie so ein American Donut. Das heißt, wenn das Schiff kränkt, dann liegt die Strahlung nicht unterm Horizont. Oder über dem Horizont. Aber wenn du jetzt so eine Antenne hast, also je größer der Gewinn, desto flacher bündelt die Antenne vertikal. Ja.
Und das funktioniert dann mit solchen Antennen nicht. Die strahlt dann zum Beispiel über das andere Schiff hinweg oder unten drunter. Ja. Also die, außerdem viele Antennen, die solche Gewinne versprechen, halten das ohnehin nicht ein. Genau, polnische DB. Oder russische, keine Ahnung. Ja, es gibt dann auch noch die Option, die Antenne kardanisch aufzuhängen, um die Krängung des Schiffs auszugleichen. Das ist eine übliche Technik, die zum Beispiel auch für jegliche Arten von Öllampen an Bord oder Herde verwendet wird. So ein Herd auf dem Segelschiff, der wird so aufgehängt. Das lässt sich im Mast sicherlich auch machen. Muss man experimentieren, vielleicht bringt das noch was. Ja, während du diesen Vortrag gemacht hast, da hatte ich auch diesen Gedanken, ob das möglich wäre, dass quasi die immer lotrecht bleibt. Das wäre sehr gut. Zumindest in der einen Achse des Schiffs. Es geht auch in beiden Achsen. Diese Anmerkung ist richtig, ist aber mechanisch schon ein bisschen aufwendiger und damit mehr Verschleißteile. Wenn eine Achse reicht, dann ist das toll. Und wenn eine Achse nicht reicht, dann macht man zwei. Ne? Wie wäre es, wenn ihr die Sendeleistung hochdreht, sobald ihr die 3-Meilen-Zone verlassen habt? Ja, das ist prima. Das darf man, internationale Gewässer? Aber das sind das nicht 12 Meilen oder täusche ich mich da? Ich kenne mich mit Seerecht nicht aus, aber spätestens ab 12 Meilen darf man die Sendeleistung aufdrehen. Ab 12 Meilen darf ich auch ein halbes KW rausblasen, aber ob das die Antenne aushält, mal gucken. So. Dad. Okay, ich würde mir da nicht so viele Sorgen machen, weil ich glaube nicht, dass da irgendwelche Messschiffe von irgendwelchen REC-TPs irgendwo auf hoher See rumfliegen. Also die haben, glaube ich, andere Sorgen. Von daher, ja, vergiss es. Also da, wo kein Kläger, da kein Richter und da ja auch im Prinzip niemanden stören kannst da hinten, kommt Banane. Also einfach feuerfrei. Das war die Überlegung, aber das kann man nicht ganz so öffentlich sagen. Was wir hier nicht getan haben? Niemals. Hier hört ja keiner zu. Da ist noch eine Anregung, Frage, Diskussionsbeitrag? Scheint so? Nein? Ja, vielen Dank. Ich freue mich über... Ich hätte noch eine. Ja, toll, bitte. Und zwar wollte ich, also wenn ich dich richtig verstanden habe, was das Problem ist, es gibt ungenaue Seekarten für den normalen Segler. Ich bin auch kein Segler, also keine... Wirklich keine Ahnung davon. Ja. Und was so deine Ideen sind, deckt irgendwie relativ viel ab. Scheinbar einerseits das Problem, willst du gerne lösen, Seekarten mögen bitte genauer werden, mit Hilfe der Community. Und frei. Und frei, genau. Und nicht nur genauer, sondern bitte frei für jeden, im Sinne von OpenStreetMap, nun aber bitte OpenSeaData. Genau. Was mir noch nicht so ganz klar ist, wieso es dann unbedingt notwendig ist, dass man sagen wir mal ein Mesh hat. Ja? Man könnte ja auch sagen, okay, wenn ihr es macht, ihr baut so eine Box, die, sagen wir mal, in jedem Segler erschwinglich ist und da irgendwie den misst, wie tief der Meeresgrund ist und das aufzeichnet. Und dann, der Segler muss ja irgendwann mal an Land, ne? Hat er von mir aus Weise diesen Log-Eintrag auf seinem Handy und uploadet das einmal im Monat. Ne? Ich verstehe noch nicht so richtig, wo die ganzen sozusagen, das sind ja irgendwie sehr komplexe Probleme. Ne? Wieso soll das Boot jetzt mit einem anderen Boot sprechen, wenn es nur darum geht, nochmal die Karte genauer zu machen? Ne? Darf ich das beantworten? Ja, klar. Ist ganz einfach, weil du dann direkt die Benefits von dieser aktuellen Seekarte abbekommst. Ja gut, aber sonst hast du halt ein Delay von, was weiß ich, einer Woche. Ne? Naja, aber du hast die dynamische Seekarte sofort live dabei. Und außerdem Wetterinformationen, Navtext, Nachrichten für Seefahrer, Emergency Messages. Wenn Leute im Wasser gesucht werden, dann kannst du nicht nur, weißt du nicht nur, in welchem Seegebiet jemand über Bord gegangen ist, sondern du kannst dir in ferner Zukunft, so ist die Idee, von deiner Rettungsleitstelle, der du dann zuhören und gehorchen musst und eine Liste faxen lassen an Waypoints, die du dann abfährst. Auch für Fischer ist der Benefit groß und die Box, die der Segler leisten kann, man muss da einfach im Auge behalten. 2011 hat der durchschnittliche Segeljachtbesitzer in deutschen Gewässern 11.800 Euro in sein Schiff investiert. Und das oberhalb der normalen Haltungskosten. Also ich kaufe immer gern Geschichten, wenn jemand sagt, das ginge, das ginge, das ginge und das ist auch geil. Aber ich wollte einfach nur sozusagen, wenn du dich selber fragst, du willst irgendwo mal loslegen damit und nehmen wir mal an, ich bin jetzt der Segler, ne? Dann spätestens dann, wenn ich das Ding kaufen will von dir, ne, und wenn es irgendwas machen soll,
wenn es halt schwer irgendwie zu überzeugen oder loszulegen, wenn du der Erste bist oder der Zweite oder der Zehnte, ja, dass wir wirklich direkt miteinander sprechen. Du würdest mich überzeugen, wenn du sagst, pass auf, kauf die Box, wir machen hier die Seekarte genauer. Pass und auf, das kauf wir. Die Box, wir machen hier die Seekarte genauer. Genau. Und dann ist es vielleicht noch nicht mal notwendig unbedingt, dass du dir ein eigenes Paketformat ausdenkst, weißt du, um loszulegen. Sondern dann geht es vielleicht darum, okay, jeder, der rumsegelt, ne, segelt da ein paar Tage, kommt wieder heim und macht die Karte genauer. Ne? Das wäre ein konkreter, wie fängt man an und wie kann man irgendwie motivieren Schritt. Mir aber sozusagen, vielleicht denkst du, denke ich, ne, ein bisschen zu weit, Paketformat und dass das eine Schiff mit dem anderen, das mag alles im zweiten Moment, Schritt kommen. Moment, du redest aber immer noch nur von Seekarten. Aber Seekarten sind ein Aspekt von ganz vielen. Es gibt nämlich auch Wetterberichte, die okay. kriegst du nicht. Es gibt auch Navtex, es gibt auch Traffic-Informationen. Wo sind andere Schiffe, wo fahren sie lang, sind sie mir gefährlich? Die willst du live haben. Du willst vielleicht auch mal eine E-Mail schicken. Das geht durch so ein DTN herrlich. Im Surfen ist schwierig, aber E-Mails sind überhaupt kein Problem. Also wenn du sollst die Leute nicht entmutigen, die sich anschicken, DTN funktionieren zu machen. Wir haben das auch mal gemacht mit Mesh-Netzwerk, ne? Ja, klar. Er wollte harte Kritik haben jetzt. Ich hätte da noch so eine Antwort auf, aber ich möchte das nochmal betonen. Du bekommst diese Daten. Das ist eine Funktion, die du gerade unterschätzt hast anscheinend oder nicht richtig. Ich muss es nochmal nahe darlegen. Du bekommst diese Daten, du bekommst diese Seekarte angezeigt. Das ist für Segler und auch für Sportbootfahrer echt ein Riesenproblem. Weil wenn du solche Seekarten haben willst, musst du sie dir entweder auf Papierform besorgen. Das kostet endlos viel Geld. Das hat Ion auch am Anfang kurz erwähnt. 99 Euro für 6 Blätter. 6 Blatt Papier in A2 kostet 99 Euro und das kauft man sich alle 2 Jahre. Und eben, die sind ohne Updates. Die Updates musst du manuell einfügen. Und von uns bekommst du eine aktuelle Seekarte digital. Ach ja, mit dem Update, das ist auch scharf. Ja, genau, da kauft man sich jährlich für 1995 so ein kleines Pappbüchlein und dann malt man mit dem Geodreieck in der Karte rum und trägt sich die 9 Tonnen ein. Kein Witz, das ist 2012, Stand der Technik. Gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, vielleicht nicht unbedingt bei Sportseglern, ist wirklich das Problem, die meisten Sportsegler sind Einzelleute, die haben ihr Hobby und eben wirklich das Problem könnte sein, gerade mit dem ganzen WLAN, der sagt sich, okay, gut, das mit der Kartendatenbank ist ganz toll, aber mit dem WLAN, ich kenne keinen, der das sonst hat. Gibt es Überlegungen, vielleicht dann mal eher in so einem Hafengebiet an die örtlichen Fischer und Ähnliches ranzugehen, weil da gibt es dann ein paar mehr, da könnte man dann sagen, tritt mal an die Leute, die da in einem Hafen zusammen sind, ran und sag, hier, wir haben da eine Idee, kostet nicht so viel, wäre das was hier, weil dann können sich die Leute untereinander absprechen, dann sagen da vielleicht dann 40 Leute, hey, hört sich gut an, wenn wir das zu 40 Leuten machen, haben wir vielleicht auch einen Vorteil davon, als wenn jeder Einzelnes überlegt. Vielen Dank. Du bestätigst gerade, dass meine Idee wohl nicht so schlecht war. Ich habe schon mit dem Deutschen Fischereiverband gesprochen und denen die Idee in ganz groben Zügen vorgestellt. Und die waren begeistert und fragten, in welcher Weise sie uns helfen können. Und ich sagte, ich brauche erst mal genaue Statistiken über die Fischer in Deutschland. Und die bekam ich genauer, als ich es mir je hätte vorstellen können. Damit kann man schon mal sehr gut arbeiten und ich hoffe, dass sich aus dieser Kooperation noch ein bisschen mehr ergibt und wir im Februar oder März 50 Boxen in einem noch nicht gewählten, aber eng begrenzten Seegebiet montieren können auf solchen Fischereibooten, die möglichst täglich für mehrere Stunden sich im Küstengebiet in UMTS-Abdeckung aufhalten, um dann möglicherweise 10 oder 20 dieser 50 Boxen-Kleinserie mit einem Gateway zu versehen und zu schauen, wie sich das Mesh auf See verhält. Das ist der Plan für 2013. Die zweite Sache, was ich sagen würde, du solltest dir beim Paketformat vorsichtig sein, dass du nicht dort irgendein Binärformat in die generierst, was am Ende dir mehr Probleme beschaffen wird. Muss es wirklich derart kompakt komprimiert sein an dieser Stelle? Oder sollte man vielleicht eher mal sagen, dass man lieber, naja, jetzt ein 4-Byte-Identifier für ein Schiff, wer vergibt diese Nummern? Wenn jeder sich zufällig eine Nummer nimmt, ist das in einem Seegebiet kein Problem. Wenn sich das ein bisschen weiter ausdehnt, wird das schon schwierig. Macht es dort Sinn vielleicht eher zu sagen, ja, wenn man unbedingt eine Binärnummer haben will, fangt doch einfach an mit der MAC-Adresse eurer WLAN-Karte. Die ist 6 Byte groß und da gibt es eine Industrie, die dafür sorgt, dass die eigentlich eindeutig sein sollte, weltweit. Dann hat man schon mal eine Nummer zumindest, wo man nicht irgendwelche Probleme hat. Kann man eventuell bei so einem Format zum einen sollte man vorsehen, dass man vielleicht Zusatzfelder definiert, die aber irgendwo in sinnvoller Form typisiert sind.
Weil wenn du einfach sagst, du hast ein Paket und da können beliebige Daten drin stehen, produzierst du eventuell, dann kommen neue Leute, haben neue Ideen, produzieren neue Messages, die niemand versteht, die niemand verarbeiten kann. Ja. Du hast, wir müssen das jetzt auftrennen. Du hast erst Anregungen gegeben zum Packet-Identifier. Da gebe ich dir recht. Ja, es macht Sinn, die MAC-Adresse in Betracht zu ziehen, anstatt einer vierbeitigen Code für den Generating Node. Das ist Frage der Diskussion. Das muss deswegen kurz sein, weil gerade der Identifier muss möglichst kurz sein, weil der halt in großen Mengen, in großen Listen bei jeder neuen Verbindung ausgetauscht wird. Also wenn ein Schiff 30 Sekunden Tiefendaten aufgenommen hat, dann packt es daraus ein solches Paket, benennt es mit seinem Generating Node und dem Region Code und dem Type und dem Timestamp und schickt es raus übers Mesh. Es hat ein Mesh. Das heißt, die Menge an diesen Paketen, die wird schnell wachsen und die müssen vor jeder Verbindung ausgetauscht werden, damit die Schiffe sich überlegen können, macht das jetzt Sinn, dass ich mir dieses Paket hole oder will ich lieber erstmal die Wetterberichte haben, weil der hat so viel Tiefeninformationen, die sauge ich mir danach. Dafür reicht die Verbindung nicht mehr. Dass diese Abwägung, also dass wir die einzelnen Nodes in die Möglichkeit versetzen, die Abwägung zu treffen, welche Daten jetzt requesten und welche nicht. Ich glaube, da lohnt es sich eher, ein paar Byte ein bisschen ausführlicher mit solchen Informationen zu sein, dann einfach zu sagen, wenn ich dir 100.000 Tiefenmessungen schicken will, schicke ich dir einmal meine Kennung und dann schreibe ich hin und jetzt kommen Tiefeninformationen und zwar 100.000 und dann spielen plötzlich die, ob ich jetzt 4 Byte als Kennung habe, 40 Byte oder 400 Byte, überhaupt gar keine Rolle mehr, weil die 100.000 Tiefeninformationen werden deutlich mehr sein. Ein bisschen, ich glaube, dieses Problem des effizienten Abgleichs von verteilten Datenbanken, das ist ein Problem, das haben schon andere versucht zu lösen. Und ich glaube, da vielleicht mal gucken, ob es da nicht eine sinnvolle Lösung schon gibt, die etwas effizienter ist. Ich rede nicht vom Paketformat, ich rede von dem Protokoll, was diese Daten austauscht. Da sollte man sich vielleicht mal umgucken, ob es da nicht schon effiziente Lösungen gibt, in Form von irgendwelchen Mechanismen, die, egal ob es jetzt irgendwas ist, was ähnlich wie BitTorrent ist oder sowas, das Problem haben schon Leute gelöst mit Millionen von Nodes. Da muss es effiziente Lösungen geben, dass man nicht das Rad nochmal neu erfinden muss. Ja, ich finde das ganz toll. Ich denke, ich hoffe, dass auch von euch oder vielleicht aus eurem Netzwerk da auch noch konkrete Anregungen kommen oder auch einfach nur ein Stichwort, das wir googeln können und das dann selbst anlesen. Das mache ich sehr gerne. Was wolltest du dazu noch sagen, Riot? Naja, also wir haben uns da schon so ein bisschen Gedanken darüber gemacht und es ist noch nicht ganz fertig. Aber MongoDB zum Beispiel scheint so ein Kandidat zu sein, wo man genügend Flexibilität hat, um eben für so ein Mesh-Network und auch über Delay-Tolerant-Networks hinaus Daten in Scheibchen so zu verteilen, dass die relevanten Parteien, die Clients, die Daten brauchen, sie auch bekommen. Dafür ist Mongo sehr gut geeignet zum Beispiel, aber es gibt Alternativen. Wir sind da offen für neue Infos. Ich habe mich da selber so gar noch nicht richtig mit beschäftigt. Finde das sehr interessant und steige gerade ein, weil ich muss ja, es bleibt ja uns nichts anderes übrig. Wir müssen eine Lösung finden. Für Einwürfe sind wir sehr, 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 sehr dankbar und auch für Hilfe. Ja. Ach so, ja. Ich habe noch gar nicht gesagt, dass der wichtige Aspekt der Hackerfleet ist Open Source. Alles, was wir machen und schreiben und entwickeln, passiert in öffentlichen Repositories. Wir haben ein nicht öffentliches Repository, da ist unsere Website drin und unser Rechnungsgeraffel und Bilanzen und sowas. Der Rest ist public und transparent für jeden. Die Hardware, die wir bauen, ist nach Möglichkeit auch immer Open Source. An einigen Stellen gibt es einfach nichts, was man kaufen kann und was die Bedingungen erfüllt. Ja, genau. Und wenn man auf jetzt Developers da rechts klickt, liebe Maus, beweg dich mal nach rechts auf den Button Developers. Da, Spracherkennung. Dann landet man in unserem Public Track mit Repository und Wiki und Ticketsystem und wir freuen uns über alle, die mithelfen wollen, diese Idee zu realisieren. Okay, ich habe noch eine Anmerkung. Einen Punkt, den man vielleicht andenken sollte. Habt ihr euch über Sicherheit Gedanken gemacht? Weil ihr redet davon Informationen, die recht gefährlich sein können, wenn sie falsch sind. Gerade wenn du sagst E-Mails, irgendwelche Emergency-Disaster-Sachen, gibt es da, ihr solltet euch vielleicht ein paar Punkte Gedanken machen, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, diese Meldungen zu signieren, dass irgendjemand sagen kann, die Meldungen sind auf jeden Fall von mir,
dass sich andere Leute Gedanken machen können. Wenn der Fischereiverband drin ist, kann der Fischereiverband sagen, ja, jeder Fischer, der bei uns Mitglied ist, bekommt von uns ein signiertes Zertifikat, dass jeder weltweit prüfen kann, diese Meldung ist tatsächlich von einem Fischer gemacht worden. Nicht yep. nachher, dass es dann nachher irgendwo einen Idioten in Küstennähe gibt, der sein WLAN hochfährt und euer Netz mit randomisierten Meldungen flutet und damit die ganze Idee kaputt macht. Ja, richtig, diese Gefahr besteht. Wir haben da mehrere Möglichkeiten dagegen. Also erstmal, Sicherheit, da gibt es ja jetzt mehrere Angriffspotenziale. Punkt 1, jemand sendet Schrottdaten durchs Netz. Das ist eine Gefahr, die lässt sich nur dadurch ausschließen, indem man Schlüsselpaare austauscht, indem man dafür sorgt, dass sich die User vernünftig authentifizieren können. Und wir gehen davon aus, dass eine Controlbox und eine Mastbox erst dann betriebsfähig auf einem Schiff montiert werden kann, nachdem sie in irgendeiner Weise statisch mit uns verbunden wurde und wir in irgendeiner Weise Certs und Keys überspielt haben, nach genauer Prüfung. In welcher Art diese Prüfung passieren wird, ist noch unklar. Der nächste Aspekt ist, der uns oft entgegengehalten wird, ist die Möglichkeit, dass wenn die Positionen aller Schiffe bekannt sind, dann sind Anschläge ja viel einfacher. Kann man entkräften. Es gibt bereits, jetzt kann sich jeder anschauen, auf marinetraffic.com eine sehr schöne Übersichtskarte der AIS-Daten. Da sieht man von allen Schiffen weltweit, wo sie gerade sind. Zumindest von Schiffen, die solche AIS-Transceiver und Transponder tragen müssen. Und diese Daten könnte man dann auch durch unser Netzwerk durchleiten. Und der dritte Aspekt an Sicherheit, ja, bei E-Mails, ich denke mal, PGP ist Pflicht, wenn es durchs DTN gehen soll. Und das ist aber eine Client-Frage und da kann der User sich auch überlegen, ob er eine Postkarte schicken will oder einen Brief. Also das ist dann seine Option. Naja, und aus netzwerkstrukturtechnischer Sicht, also die Software dahinter wird auf jeden Fall reichlich derer üblichen guten Programmierparadigmen enthalten. Ich habe da eine Menge Alternativen, bin aber auch offen für Vorschläge. Es gibt gewisse Grundpraktiken, zum Beispiel Safe Encoding, so Probleme, die man zum Beispiel mit modernen Python 3 nicht mehr hat. Trotzdem muss man ein Augenmerk drauflegen und auch Daten, die halt rein und rausgehen, müssen genau überwacht werden, na klar. Und man kann sie signieren und wird sie auf jeden Fall signieren werden können und auch Verschlüsselung einsetzen können, aber das ist ein anderer Punkt. Da können wir noch viel, 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 viel Kram einbauen. Die Regie signalisiert mir gerade, dass wir uns zu Ende kommen müssen. Es gibt noch weitere Talks. Ich weiß jetzt gar nicht, wer der Nächste ist. Wie bitte? Ah, Bluse ist der Nächste. Ja, ich darf das Mikro übergeben. Vielen Dank für die tollen Anregungen und ich bin noch heute und morgen auf jeden Fall hier. Nee, heute, morgen nicht. Und freue mich über Diskussionen und Gespräche ohne Mikro. Also, und er ist natürlich auch da.